Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein DM-Haul für dich, also wenn du Bock drauf hast, mit mir so ein paar Neuheiten anzuschauen und auch ein paar Sachen, die man einfach so im Haushalt braucht, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bin schon bekloppt. Das muss man an dieser Stelle einfach mal erwähnen. Und das spiegelt sich einfach wieder, wenn es limitierte Küchentücher gibt, dass ich mir sage, ja, die brauche ich. So gruselig. Homemade with love. Und dann sind da einfach so Herzchen drauf und so ein Marmeladenglas und so. Ja, nein. Ja, von Saugstark und sicher die Küchentücher Limited Edition steht hier auch drauf. Und das ist süß, ne? Hier steht auch Homemade with love dann auf den Küchentüchern drauf. Es sind halt so schöne dicke Rollen, das finde ich halt auch super praktisch und ja, komm, ne, so ein bisschen verrückte Sachen darf man auch einfach mal machen und das Wein rein. Immerhin, eine weitere Limited Edition habe ich mir geholt und zwar von, es ist, also schreib Limited Edition drauf und ich sage ganz laut, hier bin ich, nehme das wohl. Aber gut, sowas brauchen wir halt ab und an auch mal von Denk mit, die Allzwecktücher feucht und das ist die limitierte Duftedition Orange und Bergamotte Duft. Ne? Ja. Das ist eigentlich vollkommen Pelle, ob man jetzt tatsächlich sich dann die limitierte Duftedition holt oder dieses ganz normale Blaue, was es gibt, ne? Ich glaube, das ist aber auch preislich, ist da kein Unterschied, jedenfalls nicht bei den Allzwecktüchern, bei den Küchentüchern und auch beim Klopapier. Es ist, glaube ich, schon ein Unterschied, ne? Ja, die gibt es auch gerade. Life is short, make it sweet, limitierte Edition, ist das nicht wundervoll? Ich meine, ne, jetzt aktuell haben wir noch eine limitierte Edition mit Hunden drauf, bei uns am Roller dran. Und hier haben wir jetzt einfach so bunte Kreise mit Punktis. Also bunt ist gut. Rosa. Mein Freund wird sich auch denken, dass ich mal wieder einen Lattenschuss hatte. Aber so ist das Leben eben. Man sieht auch auf diesen Rollen gar nicht diese wunderschönen Designs. Ich hatte es eigentlich gehofft, ne, dass man da so ein bisschen was, ich meine, das sollen ja diese Lollis symbolisieren, denke ich mal. Aber das siehst du ja alles nicht. Ich dachte, das wäre so ein bisschen mehr drauf geprintet. Das ist ein bisschen mau. Also da haben sie nachgelassen. Da hatten sie auch schon mal schönere LEs von Klopapier, muss ich an dieser Stelle erwähnen, wenn ich mal eine Review zu den LEs abgeben darf, ne, es war schon mal besser. Letztendlich ist es eh für den Hintern, aber gut. Dann habe ich hier noch was, komm, jetzt ist Haushalt Extreme hier unterwegs. Ist das limitiert gewesen? Ich glaube nicht. Wobei ich denke, irgendwie ist es bestimmt limitiert, weil es Frühlingsduft ist oder Frühlingsmoment. Allzweckreiniger mit Multi-Aktivformel, das ist dieser hier. Eigentlich haben wir uns mittlerweile schon einen neuen geholt, aber mein Freund sagt immer mal wieder, ich soll einen Allzweckreiniger mitbestellen, weil wir haben hier super viele Fliesen. Heißt, ne, fürs Wischen ist das ganz gut oder für alles Mögliche, für Oberflächen kannst du es theoretisch auch nehmen, aber eigentlich nimmt man sowas fürs Wischen und ja, das durfte jetzt auch mit. Frühlingsmoment, Leute, ich sag euch das. Ah, okay, ja, wobei hatte mein Freund nicht letztens zu mir gesagt, wenn du sowas holst, dann bitte nicht mit irgendwelchen verrückten Düften. Mist. Ja, noch etwas mit einem wundervollen Duft, der jetzt aber aktuell auch bei uns in Anwendung ist, aber ich brauchte einfach noch ein Backup, ist hier ein Weinspüler von Vernelle. Ich finde, dass der Duft einfach gut hält und dass die Wäsche dadurch, weiß ich nicht, toll riecht und der Waschraum riecht toll. Das ist ohne Silikone, ohne Farbstoffe, mit Pfingstrose und weißem Tee, auf sowas stehe ich ja, ne? Und auch das passt dann natürlich zur aktuellen Zeit, wobei Pfingsten kommt ja erst so im Juni, aber trotzdem, ich mag den Duft. Habe ich eben auch noch in unsere Waschmaschine reingemacht, als ich die letzte Wäsche für heute angestellt habe. Heute war Waschtag. Wobei ich hätte warten müssen. Hier liegen noch Sachen, die ich waschen muss. Mist. Egal, nächste Woche. Ja. Ne? Läuft. Ich mag Vernelle. Das hat einen tollen Duft. Der hält auch lange an. Auch Sammy darf nicht leer ausgehen. Hier haben wir von Primox die Snacker Heimatschmaus mit Pastinake und roter Beete. Mit Liebe macht glücklich, weil Frauchen mich liebt. Hat mich das angetriggert, das zu kaufen? Ja, vielleicht ein bisschen, ne? Vor allem, weil da Fräuchen draufsteht und nicht Härchen. Finde ich total großartig. Ja, das passt doch, ne? Hm? Wird Sammy sich freuen. Und auch für ihn durfte einfach mal was mit. So gut schmeckt Heimat, schon getrocknet und natürlich lecker. Wuff, 70 Gramm. Sieht gut aus. Also mich hat es angesprochen. Und das ist halt, wenn du bei Hundesnacks diese natürlichen Verpackungen hast, das ist meistens grau oder gräulich. Und dann fühlt sich das auch so rau an. Ein bisschen wie so Schleifpapier.
Okay, so. Ein paar verrückte Dinge habe ich. Eigentlich ist es nur ein verrückter Haul. Ich habe nur ein Haul mit verrückten Dingen hier. Oh, egal. Bio, Vielblütenhonig, blumig und süß. Es ist einfach Honig. Ich mag gerne, wenn das ein bisschen fester ist, der Honig. Das sieht man hier ja auch, ne? Dann kann man den besser löffeln. Dann versaut man sich das Glas nicht so sehr. Mag ich ganz gerne. Und ich hatte den Vielblütenhonig letztes Mal, glaube ich, auch mir bestellt. Der hat mir ganz gut gefallen. Und ja, Honig mag ich gerne. Honig trinke ich auch viel in heiße Milch mit Honig oder in Tee mit Honig oder so. Genau. So, dann habe ich mir noch etwas geholt, weil ich bin ein absoluter Fan von Apfelmus. Wenn ich irgendwas mit Kartoffeln esse oder mit Fleisch oder so, also eigentlich immer, habe ich von Haus aus gelernt, dass man zu allem Apfelmus isst. Also das, ich glaube, das Verrückteste, was ich mit Apfelmus esse, sind Nudeln und Vanillepudding. Ach, ich stehe drauf. Ist richtig geil. Also ich finde, zu fast allem passt Apfelmus. Also wirklich zu fast allem. Ich habe hier, ich wüsste jetzt, zu Eis passt Apfelmus jetzt nicht so unbedingt, ne? Wobei Apfelmus-Eis ja auch mal eine Idee wäre. Na, weiß ich nicht. Apfelmark mit Aprikose habe ich mir geholt. Das war relativ viel ausverkauft im Apfelmus-Sektor, muss ich sagen. Leider. Wir haben damals zu Hause immer selber Apfelmus eingemacht. Und das war immer so eine Riesenaktion bei uns im Keller. Dann haben wir von einer Genossenschaft die Äpfel geholt. Dann haben wir die gekocht. Dann sind die, glaube ich, durch die Flotte Lotte. Genau, durch die Flotte Lotte haben wir das gedreht. Und dann wurde das in Gläser gefüllt. Und dann musste man die in diesen großen Wegpötten einwecken. Also quasi mit Wasser haben wir die dann gekocht, dass die Weggläser anziehen. Und dann hatten wir, ich weiß nicht, 100 Apfelmusgläser. Plus, also richtig viele bei uns zu Hause, aber wir waren ja auch eine sechsköpfige Familie, ne? Also mit Oma und Opa waren wir ja zusammen und ja, das war schon immer ein Highlight und ja, deswegen, ich liebe Apfelmus und das mit Aprikose muss ich mal ausprobieren, ob ich das mag und ja, ne, ich bin da schon, also meine Essensgewohnheiten sind gewöhnungsbedürftig, mag nicht jeder. Ich habe mir was ganz Verrücktes geholt, da habe ich ein bisschen Angst vor, ich weiß gar nicht, ich glaube bei wem habe ich das denn? Ich habe bei irgendwem, bei einer größeren YouTuberin habe ich das letztens gesehen. Die hat es getestet. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Ich denke die ganze Zeit an Katharina, aber die heißt nicht Katharina. Egal. B-Routine Professional Microneedling Augenpads, Augenfalten mindernd und glättend 3D Mikrohyaluron Gelnadeln mit Anti-Age-Peptid. Sie hat das getestet, bevor ich das gekauft habe. Und das sah echt übel bei ihr aus. Ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, weil das halt wirklich so kleine Nadeln sind, die dann hier so reinpieksen. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich von B-Routine war oder ob das eine andere Marke war. Aber sie hatte danach halt so richtig, man hat gesehen, wo die Augenpatches waren, das war halt so richtig auch leicht am Bluten. Ne? So, ich habe da Angst vor. Aber ich möchte es trotzdem mal mit euch zusammen machen, weil ich halt super neugierig bin. Es wird aber eher ein Test werden über 2-3 Tage, weil an einem Tag mache ich das natürlich drauf und da muss man halt gucken, wie sich das entwickelt. Weil wenn ich darunter unter den Augen dann irgendwie dann so ein knutschfleckartiges Gedöns bekomme oder Krusten sich bilden oder so, dann weine ich wahrscheinlich. Ja, ne, das sollen halt Augenpatches sein, wo du wirklich so kleine Nadeln drin hast und die das dann drunter machst und die sollen auch wohl spürbar sein. Ich habe ein bisschen Angst. Nee, das ist doch ein anderes gewesen. Die musste das nur 30 Minuten. Hier, die Pads mindestens 1 bis maximal 4 Stunden, bis ich die Hyaluronsäure-Pyramiden aufgelöst haben, auf der Haut lassen und abziehen. Ich habe so Angst. Ich habe echt Angst. Okay, ja, machen wir mal zusammen. Da möchte ich noch so einiges austesten. Ich habe noch so einiges hier. Dann habe ich mir von Ebelin einen neuen Pinsel bestellt. Der sieht aber irgendwie nicht so schön aus. Aber ich mag solche Arten von Pinseln. In dem BH Cosmetics Pinsel Set hatte ich nämlich auch so einen Multitasking-Pinsel drin, sage ich mal. Das ist nämlich so ein einerseits abgerundet, andererseits angeschrägter Pinsel. Und damit soll man Foundation halt super schön einarbeiten können und Contouring-Produkte. Und ich mag die Ebelin-Pinsel. Ich habe ja auch so einen großen Fluffel von denen. Wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht. Der ist da hinten irgendwo. Oder habe ich den letztens verwendet? Ich weiß es nicht. Ich sehe ihn gerade ad hoc nicht neben mir. Er ist futsch. Da. Da ist er doch. Er hier. Ne? Ich glaube, den kennen wir doch alle. Das ist dieser hier. Den hatte ich mal im Trash bekommen. Finde ich ganz schön. Und natürlich ganz klassisch der Ebelin-Blendepinsel. Wer kennt ihn nicht? Okay, auf jeden Fall ist das hier jetzt so eine neue Geschichte und so ist der so abgeschrägt. Und dann habe ich mir halt eingebildet, als ich gesehen habe, ne, als ich das online halt gesehen habe, dass man damit doch perfekt zur Foundation auftragen kann, habe ich richtig Bock drauf. Der wird ausgetestet. Den mag ich. Kommt direkt hier zu meinen Ebelin-Pinseln.
Yay. Ja, ich hatte meine Bestellung aufgegeben, als es hier ein bisschen wärmer war. Heute ist es hier nicht so geil, aber es soll die nächsten Wochen und Tage wieder schön werden und der Frühling soll rauskommen. Und dann bin ich halt auch viel im Garten und einen Hut zu tragen, das funktioniert bei mir leider nicht so gut. Also das ist halt durch die Haarlänge schwierig, wenn ich einen Bommel habe. Also ich kann mir zum Beispiel eine Käppi aufsetzen und dann hinten halt meinen Bommel durchstecken oder so. Aber ein Strohhut oder so, wenn ich einen Obenbommel habe, geht gar nicht. Und das heißt, also auch wenn ich mir eine Käppi aufsetze und so, ne, meine Haare sind halt trotzdem dann in der Sonne. Der Kopf ist dann geschützt, aber die Haare halt nicht. Und ich merke halt immer, wenn dann so Sonnengeschichten sind, dass meine Haare sehr, sehr geschädigt werden. Also die werden sehr ausgetrocknet, weil ist ja auch naturblond und so, ne? Die werden natürlich ausgeblichen, heißt, ich werde auch heller im Sommer, was ich eigentlich ganz cool finde. Jetzt blinkt auch noch der Akku. Auch das noch. Wow, das hätte gerade echt schief gehen können. Ist es Gott sei Dank nicht. Puh. Auf jeden Fall sind meine Haare dann halt immer sehr sonnengeschädigt und werden sehr trocken, sehr splissig und so. Und dem wollte ich halt so ein bisschen entgegenwirken. Und da habe ich mir eine Aftersun SOS Intensivkur geholt. Die kann man halt in diesen Einzelsachets sich holen. Und das ist halt genau für solche Momente gedacht. Und das fand ich ganz cool. Deswegen habe ich mir die mitgenommen für den Fall der Fälle. Ne? Wenn ich dann halt wirklich pick in der Sonne am Machen bin. Dann habe ich etwas geholt, was neu ist und was ich interessant fand. Jetzt habe ich mir heute leider ist gut, aber ich habe mir heute schon mal die Nägel gemacht. Nächste Woche werde ich das dann verwenden. Das ist von Ebelin Pre-Paint Cleanser. Reinigt und bereitet den Nagel optimal auf den Nagellackauftrag vor. Das hat tatsächlich meine Nagelfee des Vertrauens damals auch verwendet, als sie mir die Gelnägel immer gemacht hat. Das heißt, sie hat die Nägel gefeilt und ne, vorbereitet und dann hat sie immer einen Cleanser verwendet und das ergab auch für mich Sinn, dass man die Nägel entfettet und schön macht und so. Ich habe das hier sonst immer gemacht, dass ich mir die Hände dann gewaschen habe und natürlich, mein Nagellack hält auch echt lange und dafür, dass ich auch im Garten bin, dass ich mein Haus putze und einen Kram mache, die halten eine Woche. Ne? Also das ist echt easy peasy bei mir, aber wenn man es noch lang anhalten dahin kriegt, warum eigentlich nicht? Und dann muss man halt einfach, nachdem man sich, also bevor man quasi den Nagellack auftragen möchte, den Basecoat, diesen Pre-Paint-Cleanser drauf machen und dann soll das noch besser funktionieren. Habe ich Bock drauf, finde ich geil. Deswegen durfte der einfach mal mit. Wir sind jetzt ja im Nagelbereich, da habe ich mir auch neue Nagellacke geholt und zwar 3 Stück. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass ich das echt 3 Stück, ne? War krass. Aber die bringen halt jetzt im Frühling genau die Farben raus, auf die ich so tierisch stehe. Einmal habe ich hier von Essie den Treat Love and Color in der Farbe 162 Punch It Up. Das ist dieser hier. Das ist so ein richtig geiles Frühlingspink. Ich verstehe übrigens nicht, warum das eine Verpackung hat, die anderen Nagellacke aber nicht. Egal. Der sieht voll schön aus. Der hat auch so Schimmer mit drin. Das ist halt nicht nur Pinky Flinky, sondern auch so ein leichter Goldschimmer mit drin. Vielleicht sieht man das hier besser, ich weiß nicht. Da unten hat sich nämlich was abgesetzt, ne? Und wenn man das halt dann rollt oder schüttelt oder wie auch immer, dass das Ganze sich dann verbindet, dann wirst du halt so einen schönen Bonbonschimmer auf deinen Nägeln haben. Habe ich Bock drauf. Ich stehe voll auf Nagellack, Leute. Ich habe immer, 5 Nagellacke gleichzeitig quasi drauf. Also im Prinzip habe ich jetzt sogar 6 Nagellacke drauf, weil unter diesem Nagellack noch ein anderer Nagellack ist. Ich liebe es. Dann habe ich den hier gesehen und da habe ich mich rein verliebt. Boah, ist das eine geile Farbe. Von Trend It Up Nummer 1. Nee, Quatsch. Das ist die Farbe 176, genau. Den hatte ich mir sogar auf meiner Einkaufsliste geschrieben, weil ich den irgendwo gesehen hatte. Genau. Und dann war ich letztens auch original im DM, also vor Ort mal, nachdem ich beim Arzt war. Wobei, eigentlich war ich vorher nicht beim Arzt, weil die Ärztin krank geworden ist. Egal. War mein erster Urlaubstag, da war ich auf jeden Fall beim DM. Das habt ihr auch gesehen in meinem DM-Haul. Egal. Auf jeden Fall gab es den dann nicht. Aber dann habe ich mir den jetzt online bestellt, als ich die Online-Bestellung aufgegeben habe. Und ist das nicht eine geile Farbe? Das ist so ein Grün mit goldenen Glitzerpartikeln, aber auch mit so weißen Punkten drin und so. Ne, der ist traumhaft. 176 ist die Farbe. Ich habe den jetzt leider nur online gefunden und nicht bei uns in der Theke. Aber wir haben auch keinen riesengroßen DM oder so, ne? So, dann habe ich mir den dritten Nagellack hier geholt. Da ist die Farbe ein bisschen anders als abgebildet. Der ist mehr so kupferfarben. Say It Ain't Soho. Das ist auch so eine neue Farbe. Sieht wirklich original aus wie Kupfer, ne? Aber ich hoffe, dass er mehr ins Rötliche geht auf den Nagel als ins Kupferfarbene. Weil so rein kupferfarbene Nagellacke finde ich eher öde, wenn ich ehrlich sein darf. Aber das sieht auch so ein bisschen bräunlich kaminrot aus. Muss ich auf jeden Fall mal auftragen und gucken. Also die 3 Lacke kommen nächste Woche safe direkt auf die Nägel drauf. Dann
habe ich hier ein bisschen was für die Wimpern geholt und das wollte ich mal gegeneinander testen. Da habe ich einmal den Maybelline Lash Sensational Primer, den Mascara Primer, das Schwärmt Özlem El Anelo, ja immer so von. Und deswegen wollte ich den auch mal ausprobieren. Ich hatte den schon mal da, aber ich kann mich nicht daran erinnern, wie ich den fand. Und dann habe ich hier von L'Oreal Lash Paradise Mascara Primer. Das ist halt dieser hier, der nochmal rausgekommen ist zu der Lash Paradise Mascara zu der, die ich glaube ich auch irgendwo habe. Genau, und dann gucke ich mal, welcher von beiden wirklich besser ist, was bei mir besser funktioniert. Aber so ein Mascara-Primer, ne, das ist ja immer eine ganz, ganz, ganz individuelle Kiste, weil ich verwende ja noch Wimpernseren und sowas. Das heißt, ne, und dann ist es auch noch tagesformabhängig und bla. Und Wimpern sind so, so kompliziert, da eine richtige Empfehlung für zu geben, Leute, das sage ich euch. Also, was bei mir funktioniert, heißt nicht automatisch, dass es bei jedem anderen auch funktioniert. Nee, tatsächlich leider nicht. Und ja. Heute habe ich zum Beispiel nicht so die ultra krassen Wimpern, aber das liegt auch ein bisschen am Augen-Make-up mitunter. Aber auch an der Mascara, die sich einfach im Laufe des Tages verabschiedet hat. Die ist von Alterra leider. Ja, schade. Okay, dann habe ich mir aus einer Limited Edition etwas bestellt. Und zwar hat Catrice auch diese Limited Edition mit diesen Mini-Foundations rausgebracht, wo Maxine dieses total coole Video auf dem Catrice-Kanal gedreht hat. Habe ich mich anfixen lassen. Also von der, ne, bei Limited Edition. Ist eigentlich bekloppt, weil die müsste ich eigentlich auch da haben in groß, aber ich fand das so süß. Last up to 24 hours, so lange möchte ich keine Foundation drauf haben. Ich, ja, wasser- und schweißresistent, matt Second Skin Effekt, da bin ich mal sehr gespannt. 010 Light Beige ist die Farbe. Aber allein, das ist so eine kleine, oh, ist die nicht niedlich? Ist die nicht unfassbar niedlich? Ich finde die süß. 10 Milliliter sind da drin. Das ist schon süß, ne? Ja. Ist knuffig. Stelle ich mir in ein Puppenhaus. Und dann habe ich... Ich meine, guck dir das mal in Relation an, ne? Das ist eine Foundation und das ist ein Lippenprodukt. Oh, das ist geil. Okay, da habe ich mir einen Liftergloss geholt. Den gab es online halt noch. Und ich versuche halt so nach und nach vielleicht mir dann doch mal die kompletten Farben zu holen, weil ich die so geil finde. 009 Topaz ist hier die Farbbezeichnung. Und ey, der ist schön, ne? Ich finde, ich habe mir jetzt ja, das ist glaube ich der dritte oder der vierte, den ich schon von den Lifterglossen habe. Wenn ich ganz ehrlich sein darf, wenn ich die als Lippenstift-Topper irgendwo drüber gehe, ist es vollkommen Pelle, welchen von denen ich nehme. Die sind irgendwie gefühlt genau das gleiche, jede Farbe, jede unterschiedliche Farbe. Wenn ich mir die Solo auf die Lippen gebe, gleichen sich alle meinem Hautton so ziemlich an, sodass es einfach, ne, einfach nur so ein bisschen mein Lips but better ist. Aber ich finde die schön und ich finde es toll, wenn man dann halt vielleicht dann doch alle irgendwie davon hat. Ich weiß nicht, ich finde die total geil. Deswegen habe ich mir jetzt auch nochmal die Topaz-Farbe geholt, ne? Das hier ist für ein Tauschpaket quasi, also eigentlich trashen Marion und ich. Also Marion, wenn du das siehst, skip einfach mal ein paar Minuten weiter oder so. Ne? Die Produkte habe ich geholt für das Trash-Paket, weil wir machen demnächst ein Trash-Paket. Eigentlich machen wir das, aber wir sind noch nicht so ganz mit den Hin- und Her-Fotoschicken-Gedönsen fertig geworden. Ich vor allem. Ja, und da wollte ich ihr ein bisschen was beipacken, weil es ist ja Frühling und so ein bisschen was, ne, was für die Katzen packe ich auf jeden Fall mit dabei, aber ich wollte auch noch was für sie mit dabei packen, was ich süß fand und was natürlich eine Limited Edition ist, Leute. Einmal habe ich hier, träum mal drüber nach, ich fand das so schön, von Balea das Deo Body Spray Tagträumer ohne mal Aluminiumsalze mit verzaubertem Traumduft. Ist das nicht schön? Und das, ich liebe Frühlingserlies, ne? Das ist so richtig verspielt mit Traumfänger hier hinten auch, hier vorne auch und mit Wolken und pastellig und so, ich stehe drauf. Und das ist eigentlich die LE von Ostern, aber weißt du Bescheid. Tuchmaske Be Soft, intensive Feuchtigkeit mit Hyaluron und Grapefruit Extrakt und du siehst einfach original aus wie ein Hase. Das wollte ich ihr einfach mal gönnen. Ich glaube, sie wird da auch ein paar mehr von bekommen. Das mache ihr sicherlich eine Freude. Und ja, das Letzte, was ich mir geholt habe, sind Füßlinge, Leute. Denn es ist Sommer, es kommen die leichten Schuhe wieder raus. Wir können uns wieder Sneakers anziehen. Wir müssen keine großen Socken tragen. Wir können einfach ganz entspannt Füßlinge anziehen. Da habe ich mir einmal die Füßlinge Low Cut geholt, die übrigens alle nicht in meinem DM verfügbar waren. Und ich hatte sie gesucht. Ich habe Größe 41, deswegen passt das von der Größe her, ne? Das hier ist einmal so eine Beigefarbe. Dann habe ich mir Low Cut in Weiß geholt. Dann habe ich mir die Sneaker Fersen ABS, keine Ahnung, was das heißt, in, das ist so ein verwaschenes
grau irgendwie und dann nochmal so ein Sneaker in Bio-Baumwolle, weil Nature, und ich habe mir gedacht, naja, vielleicht schwitzt man dann weniger da drin, in beige. Leute, das war mein DM-Haul. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht ein paar Inspos sammeln und eure Einkaufsliste erweitern. Falls ihr irgendwelche Vorschläge habt, was ich mir vielleicht mal im DM anschauen sollte, dann schickt mir das gerne per Instagram oder schreibt es hier unten mal in die Kommentare rein. Das finde ich immer super interessant, dass ihr mir da ein bisschen Inspo schickt, weil ich lasse mich da ernsthaft sehr von animieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!